Es sieht leicht aus, es sieht einfach aus, es sieht spielerisch aus und vor allem auch ein bisschen beneidenswert, wenn die Profis am Berg die Scheibe auflegen und den Hügel rauffliegen, als ob für sie die Gesetze der Schwerkraft nicht gelten würden. Wie groß der Unterschied zwischen den Berg rauffliegen und den rauffahren wirklich sind, keine Ahnung, aber nach diesem Video werden wir es wissen. Es ist Zeit für Anfänger versus Fortgeschrittener versus Profi. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich war es früher immer mit Abstand das Beeindruckendste. Diese Bergduelle bei der Tour de France, Alberto Contador gegen Andy Schleck, war nur eins davon. Ja, wie sich das anfühlt, so einen Berg so richtig raufzufliegen, das werde ich wohl nie erfahren. Aber wir wollen heute im Video mal zusammen rausarbeiten, wie groß die Unterschiede am Berg dann doch sind zwischen einem Anfänger, dem lieben Finn, mir, dem Fortgeschrittenen, und dem Profi, dem lieben Yoshi. Und ich würde sagen, jetzt stellen sich die Jungs euch mal selber vor. Hi, ich bin der Finn, ich bin 20 Jahre alt und ich fahre Rennrad seit Ende 2019. Zu meinen körperlichen Daten kann man sagen, ich bin 1,80 Meter groß und ungefähr 70 Kilo schwer. Weiß man als Amateur natürlich nie ganz genau. Ja, servus, ich bin Richie, ihr kennt mich vom Kanal. Ich bin 1,86 groß und zwischen 75 und 78 Kilogramm schwer, je nach Tagesform. Früher musste ich immer für den Yoshi am Berg arbeiten, aber heute drehe ich den Spieß um. Hi, ich bin Joshua Huppertz. Ich fahre im Team Lotto Kernhaus, bin 1,75 groß, wiege momentan 65 Kilo und ich war Dritter der deutschen Bergmeisterschaften. Die Protagonisten des heutigen Videos stehen also fest. Fehlt nur noch der Berg. Wir befinden uns hier am Col du Hausen vor der Höhe, so habe ich ihn zumindest getauft. 3,84 Kilometer warten auf dich, Finn. 7,7% Steigung im Schnitt und fast 300 Höhenmeter gilt es zu überwinden. Ich hoffe, ihr habt eure Bergbeine dran, Jungs. Natürlich gibt es aber auch ein paar Regeln fürs heutige Rennen. Also, der gute Finn, der kriegt eine Minute Vorsprung vor mir, dem vermeintlich Fortgeschrittenen in diesem Video. Und dann fahre ich los und dann läuft die Uhr für dich, Yoshi, 45 Sekunden. Und dann darfst auch du mir hinterherfahren und musst versuchen, uns beide einzuholen. Wir sind gespannt, wer am Ende die Nase vorne hat. Finn, noch irgendwelche letzten Worte? Wird ganz schön hart. Yoshi, du? Ich krieg dich. Der große Moment ist gekommen. Der Start steht kurz bevor. Finn, bist du bereit? Ich denke. Alles klar, ich zähle runter. Piep, 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 piep. Sekunden, Yoshi. Alles fühlt sich ganz schön lang an, gell? Fahr nicht zu schnell. Mal gucken, ob ich den noch kriege. 5, 4, piep, piep, piep. Komm ab. Ein paar Sekunden. Gucken wir mal, ob der Richard noch genauso fit ist wie früher. Also. Piep, 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 piep.
bist so ein... Ah ja. Ganz schön hart, oder? Ey, ich bin 400 Watt im Schnitt gefahren. Ja, Schwede. Boah, Alter. Also wirklich... Ich dachte, ich wäre gut dabei, aber als ich mich das erste Mal umgeguckt habe, war ich schon knapp hinter mir. Ja, dann ganz ehrlich, vergesst es doch einfach. Ja, ich hab dich gut schnell bekommen, aber dann hast du noch mal gut dagegen gehalten. Ich dachte, jetzt bleib doch noch mal dran. Und als du dann noch mal losgefahren bist, da dachte ich mir, nee, komm, ich muss heute noch leben nach Hause. Komm, hopp! Auf geht's, Junge! Jawoll! Stark! Ey. War eklig, oder? Ich bin komplett am Ende. Bergfahrer also, oder Profi? Werde ich nicht mehr. Aber wie hast du dich gefühlt? Nicht gut. Hättest du gedacht, dass wir so früh kommen? Nee. Alter, es war so wieder. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Yoshi direkt... Gefühlt, ich habe mich das erste Mal umgeblickt, da war er schon 10 cm hinter mir. Ich den Atem schon im Nacken gespürt. Ja, ich bin ganz gut im Stallstück losgekommen. Und dann habe ich euch schnell gesehen. Ich habe auch nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Also ich hatte auch wirklich eine Speichelproduktion, ey. Dann kannst du ein ganzes Wasserwerk mitfüllen. Alter. Musst du auch abreißen lassen? Ja, ja. Dann bin ein paar Meter mitgefahren, bin ich komplett explodiert. Aber wirklich komplett. Das epische Bergduell ist beendet. Wir haben hier gemütlich Platz genommen, Jungs. Erstmal natürlich vielen Dank für die Teilnahme. Und ich würde sagen, die Ergebnisse, die waren doch ja, schon ziemlich überraschend. So nach ungefähr 4 Minuten bin ich auf dich schon aufgefahren, Finn. Wie ging es dir in dem Moment? Wie ist es dir generell ergangen? Ja, also es war natürlich erstmal ein großer Schock, dass du so schnell schon wieder hinter mir warst. Gerade weil ich eigentlich dachte, dass ich auch recht flott unten reingefahren bin. Und da teilweise sogar über den Werten war, die ich eigentlich fahren wollte. Ja. Was hast du gehabt genau? An Watt? Ich bin gefahren 299. Also knapp 300, die Schwelle nicht ganz geknackt. Aber sonst müsste ich ja hier auch im Teamkit sitzen. Zeit? Waren es dann glatt 16 Minuten am Ende. Hier oben ist mir ein bisschen die Luft ausgegangen. Wenn ihr beide dann einmal weg seid, ist man natürlich im Niemandsland. Das ist absolut richtig. So, Yoshi, dann muss ich sagen, das Gleiche, was dem Finn passiert ist, das ist mir dann ungefähr nach so 5 Minuten der Belastung ergangen. Ich bin extra unten schnell reingefahren, weil ich mir dachte, okay, der Yoshi, der ist so leicht, der will unten schnell fahren. Hatte bis dahin so 410 Watt im Schnitt. Komm am Ende auch mit 400 Watt im Schnitt raus, du warst halt trotzdem 1,5 Minuten schneller. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, unten sollte mir entgegenkommen, weil ich ja doch ein Ticken Stück leichter bin als du. Bin auch schnell reingefahren, hab dich dann relativ schnell gesehen, was mich auch verwundert hatte. Und dann konnte ich gut überholen. Du hast dich nochmal bös festgebissen, da musste ich auch nochmal relativ tief gehen, um dich abzuhängen. Ja, im Endeffekt bin ich jetzt knapp 410 Watt gefahren. Bin nicht ganz zufrieden mit der Wattzahl, aber passt schon, denke ich, ganz gut und ja, war schön, dich dann nochmal abgehangen zu haben. Ja, mir hat es natürlich nicht so Spaß gemacht, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung die Zeiten. Also der Finn hat heldenhafte 16 Minuten gebraucht, ich war nach 12 Minuten und ich glaube 20 Sekunden im Ziel und Yoshi, du hast gebraucht? 11 Minuten und 10 Sekunden, genau, ja. Ja, 11 Minuten und 10 Sekunden. Ich glaube, damit wäre alles gesagt. Jungs, danke fürs Mitmachen und wir fahren jetzt mal ins Tal. Also ich muss sagen, die Zusammenfassung des Tages, egal wie schnell man den Berg rauffährt, es tut halt richtig weh. Nochmal besonderer Applaus für den Finn. Feiert ihn mal ordentlich ab in den Kommentaren. Danke euch fürs Mitmachen. Jungs, wir fahren ins Tal. Ab in die Abfahrt. Das können wir eh alle besser. Ja. Wohlverdienter Feierabend. Da rollst du mir jetzt auch schön davon, Richard. Ja.